Am westlichen Stadtrand von Graz befindet sich die fast 500 Jahre alte, größte barocke Schlossanlage der Steiermark. 2015 wurde das Schloss Eckenberg zum Europaschutzgebiet erklärt, um die im Schloss ansässige, streng geschützte große Hufeisennase zu erhalten. Die große Hufeisennase ist eine der seltensten und zugleich eine der größten Fledermausarten Österreichs. Alle Wochenstubenquartiere in Österreich sind erloschen, bis auf die letzte im Dachraum von Schloss Eckenberg, wo sich derzeit das letzte bekannte Fortpflanzungsquartier Österreichs befindet. Bis 1960 lebten im Schloss Eckenberg noch etwa 100 Tiere. Seitdem ist die Population auf ca. 40 Tiere geschrumpft. Auch viele andere Fledermausarten und Vögel erlitten in den letzten Jahrzehnten durch Lebensraumzerstörung und Umweltgifte ein ähnliches Schicksal. Für die Wahrnehmung ihrer Umwelt verwenden Fledermäuse ein einzigartiges Instrument, die Echoortung. Mit ihrer Hilfe können sie selbst bei absoluter Dunkelheit Gegenstände erkennen. Die meisten Fledermäuse stoßen ihre Ortungsrufe durch den Mund aus. Die Hufeisennasen allerdings benutzen dazu ihre speziell geformten Nasen, durch die sie besonders hochfrequente Töne von rund 82 kHz aussenden. Die für den Menschen nicht wahrnehmbaren Laute können nur mit einem Ultraschalldetektor hörbar gemacht werden. Alle Tonaufnahmen sind Originalaufnahmen der Fledermäuse aus dem Schloss Eckenberg. Die große Hufeisennase benötigt für die Aufzucht der Jungtiere besonders hohe, weitläufige Dachböden, in denen sie unterschiedlich temperierte Hangplätze vorfindet. Um das letzte Vorkommen in Österreich zu erhalten, wurde im Herbst 2018 ein Projekt gestartet, das die Lebensbedingungen der Tiere im Schloss Eckenberg verbessern soll. Im Dachraum des Schlosses Eckenberg besiedeln die Fledermäuse nur den westlichen Trakt um die Kapelle. Für den Ein- und Ausflug benutzen sie zwei etwa 7 Meter hohe Kamine. Das Durchfliegen der Kamine ist ein schwieriges und anstrengendes Manöver. Daher und aus feuerschutztechnischen Gründen wurden zwei zusätzliche taubensichere Ein- und Ausflugsöffnungen an bereits vorhandenen Dachfenstern angebracht. Es wird wohl einige Zeit dauern, bis die Tiere sich an die neue Einflugsöffnung gewöhnt haben. Nur die Jungtiere könnten sich schneller an die zusätzlichen Öffnungen gewöhnen. Sie sind bei ihren ersten Erkundungsflügen im Innenhof des Schlosses sehr neugierig und fliegen bereits durch die neuen Einflugsöffnungen hindurch. An den alten Dachfenstern, die um das Eindringen von Tauben zu verhindern, bereits vor Jahrzehnten vergittert wurden, kann man im Sommer mit viel Glück Muttertiere mit ihren Jungen beobachten. Hier säugt gerade ein Weibchen, das sich hinter dem Gitter befindet, ein Jungtier, welches sich bereits außerhalb des Gebäudes befindet. Zusätzlich zu den neuen Ein- und Ausflugsöffnungen wurden die Kamine brandschutztechnisch gesichert und Lichtschranken und Fotofallen montiert, um die Nutzung durch die Tiere zu dokumentieren und den Erfolg der Maßnahmen zu überprüfen.
Zusätzlich wurden im Firstbereich des Dachraumes sogenannte Wärmeboxen installiert. In diesen Wärmeboxen finden die Tiere ideale Temperaturen für die Aufzucht der Jungtiere vor. In Großbritannien und Bayern wurden damit sehr gute Erfolge erzielt. Zur Kontrolle der Temperatur und Überprüfung der Nutzung der Wärmeboxen dienen steuerbare Infrarotkameras und verschiedene Feuchte- und Temperaturlocker. Die große Hufeisennase ist sehr wärmeliebend. Aufgabe der Wärmeboxen ist es daher, den Muttertieren besonders im Frühjahr und während Kälteperioden warme Hangplätze anzubieten. Das fördert ein rasches Wachstum der Embryonen und die Überlebensrate der Jungtiere. Erst nach Sonnenuntergang verlassen die Fledermäuse das Schloss. Immer an der gleichen Stelle fliegen sie über das Dach in Richtung Plabutsch in ihre Jagdgebiete. Der Jagdlebensraum besteht überwiegend aus lichten Wäldern, Waldrändern und Gehölzstreifen. Die Entfernung zum Sommerquartier beträgt im Durchschnitt 2 bis 5 Kilometer. Deshalb ist es notwendig, dafür zu sorgen, dass in diesen Bereichen ein genügend großes Nahrungsangebot zur Verfügung steht. Die große Hufeisennase ernährt sich hauptsächlich von nachtfliegenden Großinsekten. Das Nahrungsspektrum hängt von der Jahreszeit ab und reicht von Schnaken und Florfliegen über größere Nachtfalter bis hin zu Mai, Juni und Dunkkäfern. Da die Fledermäuse fast ausschließlich in der Nacht ihre Quartiere verlassen und auf Futtersuche gehen, haben sie nur wenige natürliche Feinde. Vor allem Eulen erbeuten gelegentlich eine Fledermaus. In den Wochenstubenquartieren auf den Dachböden können ihnen auch der Steinmarder, Hauskatzen oder der Mensch gefährlich werden. Nach der Nahrungssuche kehren die Fledermäuse in den frühen Morgenstunden, meist kurz vor Sonnenaufgang, wieder in ihre Tagesquartiere zurück.